Ich begrüße euch ganz herzlich zum Jugendtag. Ich möchte euch danken, dass ich hier sein darf. Das Thema ist Gottesdienst. Und ich habe den Vortrag jetzt in drei Teile unterteilt. Ich möchte zunächst etwas sagen über Dienen allgemein. Dann möchte ich etwas sagen über das Manifest des Dienens. Wo ich das geschrieben habe, fiel mir dann ein, dass ihr wahrscheinlich etwas jünger seid als ich. Das könnte ein Problem geben. Kennt ihr das Wort Manifest überhaupt? Ich habe das in der Schule ordentlich behandelt. Das kommunistische Manifest von Karl Marx. Das war einer vor mir schon. Und der lebt jetzt nicht mehr. Manifest bedeutet, einer, der denkt, er hat etwas zu sagen, der setzt sich hin und schreibt das mal auf. Und es gibt in der Bibel ein Manifest des Dienens. Und darüber wollen wir reden. Zum Schluss möchte ich über den wahren Diener reden. Und ganz zum Schluss kommt noch ein Knüller für die, die jetzt schon müde sind. Wir reden über Dienen und ich möchte klar machen, dass wir heute über ein Thema reden, was absolut nicht normal ist in der Umgebung, in der ihr lebt. Warum? Wenn man also Google aufruft, gibt Dienen ein, habe ich diese 5 Punkte bekommen. Wahrscheinlich wisst ihr, wer ich und ich ist. Das ist das irgendwie eine Gruppe, die hat einen Song, der heißt Dienen. Okay, ist der erste Punkt, der kommt. Interessant ist, und da ist also noch Hoffnung, der zweite Punkt ist, dass man dann auf www.evangelium.de verwiesen wird. Und da dachte ich, aha, wer hat also heute in der Welt, die von Google bestimmt wird, etwas zu sagen zum Thema Dienen? Die Christen. Da war ich erstmal zufrieden. Das dritte ist auch interessant, da meldet sich das Manager-Magazin zu Wort und sagt, wir haben auch was zu sagen zum Thema Dienen. Warum? Wenn man heute unterschiedliche Managerschulungen besucht, dann sind einige auf den Trichter gekommen und die haben gesagt, wenn wir eine Firma erfolgreich führen wollen, dann müssen wir anfangen zu dienen. Das heißt, wir müssen unserem Klienten oder dem Kunden das Gefühl vermitteln, ich diene ihm, ja, ich bücke mich auch mal vor ihm und ich habe nur ein Ziel, ich möchte nämlich, dass der Mensch zufrieden ist und am Ende seine Rechnung bezahlt. Das dritte ist dann wieder eine christliche Seite auftanken. Das vierte und das fünfte, da meldet sich dann die pseudo-christliche Welt zu Wort www.yogamedia.de. Habe ich mir natürlich angeguckt. Und da merkt man sofort, die esoterischen Bereiche, die haben das ganze Feld Dienen auch für sich entdeckt. Und wenn du das mal liest, ich habe da mal eine halbe Stunde Yoga studiert, alles nur wegen euch. Da habe ich richtig ein warmes Herz bekommen. Was sind das für nette Leute, ja? Und die wollen also richtig, dass es mir gut geht, aber da hat mir dann der Mensch geschrieben auf der Internetseite, bevor es mir richtig gut geht, da muss ich mich erstmal völlig leer machen, ja? Also da muss alles raus aus meinem Kopf, wo ohnehin schon nicht so viel drin ist. Und da habe ich gemerkt, das ist eine andere Botschaft wie im Christentum, ja? Ihr seid jetzt hierher gekommen, wir machen mit euch keine Gehirnwäsche. Wir wollen auch nicht, dass ihr euch innerlich hier entleert, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass ihr richtig aufpasst, dass ihr die Bibel lest, dass ihr kritische Fragen stellt und dass ihr vor allen Dingen das, was wir euch präsentieren, mit der Bibel vergleicht. Und dann immerhin noch sagen könnt, das haut hin oder dazu haben wir mal eine Frage. Und dafür sind wir in den Pausen also da. Warum ist die denn so ein Reizwort? Warum? Ganz einfach. Du kommst heute in die Schule, du beginnst eine Lehre, du kommst in ein Internat, du kommst zur Armee. Und da ist es überhaupt nicht die Frage, dass dir sofort ein Schwarm von Menschen entgegenkommt, vor dir auf die Knie fällt und sagt, ich möchte dir gerne dienen. Überhaupt nicht. Ich habe also noch meine 18 Monate bei der Nationalen Volksarmee abgesessen. Und das erste halbe Jahr bedeutete für mich, zu dienen, aber den anderen. Ja, da war ganz klar, wo eine Ordnung ist. Und die Leute, die da zusammen waren, hatten nur ein Ziel. Die haben gesagt, wir wollen wenigstens die Zeit, wo wir was zu sagen haben, herrschen. Wir wollen, dass die anderen uns dienen, uns die Schuhe putzen, für unser Vergnügen da sind, ja, den Spind zuschließen, wenn jemand kommt und den Frühsport kontrolliert. Also du hast dann ganz bestimmte Aufgaben. Wenn der eh sich also im Spind einschließt, musst du dafür sorgen, dass er nicht gefunden wird. Und was weiß ich alles. Einmal kam da mal der Spieß rein und hatte den Eindruck, da könnte einer im Spind sein, hat ihn einfach umgeworfen. Das war dann eine sehr schmerzliche Landung von denen, der drinnen war. Das heißt, du kommst irgendwo hin und das wisst ihr ganz genau, wir leben nicht in einer Welt, die davon geprägt ist, dass alle Menschen bereit sind zu dienen. Ganz im Gegenteil. Da ist ein netter Mensch, der Herr Ackermann von der Deutschen Bank,
Der hat sicherlich einen verantwortungsvollen Posten. Ich will jetzt auch meinem lieben Bruder Peter nicht zu nahe treten. Der ist aber nicht verwandt mit ihm, aber der arbeitet im selben Geschäft. Und da habe ich ein interessantes Rezept gefunden. Es gibt ein einfaches Rezept, eine Sache gerecht unter zwei Menschen aufzuteilen. Einer von beiden bestimmt die Portionen und der andere hat die Wahl. Habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Nur das machen wir heute nicht. Die Leute, die die Portionen festlegen und die die Wahl haben, das sind meistens dummerweise dieselben. Und die legen vorher die Portion fest und sagen, okay, dann werde ich die Portion dann auch mal an mich nehmen. Sprich, ich lege mein Vorstandsgehalt fest und ich bin dann dummerweise auch gerade der Vorstandsvorsitzende, also muss ich das Geld dann auch nehmen. Was soll ich dann machen? So funktioniert unsere Welt. Es ist keine Rede, dass wir dienen. So, jetzt werden wir Christen. Vielleicht sind einige von euch Christen, vielleicht sind einige von euch auch keine Christen. Und jetzt ist es die Frage, was ist unsere Botschaft als Christen? Und dazu wollen wir zuerst einen Vers lesen aus Matthäus 20. Und es ist ganz auffallend, dass die Botschaft der Bibel und die Person des Herrn Jesus Christus eine ganz klare Botschaft zum Thema Dienen hat. Und in Matthäus 20 steht Vers 25, Jesus aber rief sie herzu und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen über dieselben herrschen und die Großen Gewalt über sie üben. Unter euch soll es nicht so sein. Der Herr Jesus war also nicht weltfremd. Der lebte nicht irgendwo abgeschottet in seiner Gemeinde und er kam da nie raus und er wusste auch nicht, was läuft auf dem Schulhof oder auf Arbeit oder mit Mobbing. Er sagt, ich weiß genau, was läuft. Es sind die Regenten und sie üben Macht und Gewalt aus. Und es ist eine so große Gefahr für jeden von uns, auch wenn ihr mal ein bisschen älter werdet und ihr habt irgendwann mal Macht, dass man dieser Falle nicht erliegt und Macht für sich selbst ausübt. Der Herr sagt, unter euch soll es nicht so sein. Das heißt also, jemand kommt in die Gemeinde und sofort merkt derjenige, das ist eine Menschengruppe, die funktioniert nach anderen Prinzipien. Da guckt man nicht von oben, wird nicht ausgenommen wie so eine Weihnachtsgans, sondern sofort sind Leute im Startblock und sagen, wie kann ich dem helfen? Aber da kommen wir noch ausführlicher zu. Der Herr sagt jedenfalls, unter euch Christen soll es nicht so sein, sondern wer irgend unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Das müsste ich eigentlich in Kopfstand machen, aber ich bin in Sport so schlecht. Der Herr stellt die Dinge auf den Kopf. Wenn du rausgehst und willst irgendwas erreichen, du kannst Hochschulen besuchen oder was auch immer, das Ziel ist immer, deine Persönlichkeit entwickeln und dein Glücksgefühl maximieren. Du willst am Ende das Beste für dich bekommen. Und der Herr sagt, unter Christen ist es vollständig anders. Und die Frage ist, ob wir das als Christen überhaupt verstanden haben. Und mir ist es ein ernstes Anliegen, dafür haben wir auch gebetet, dass der Peter und ich, dass wir uns hier nicht zum Affen machen, ja? Zum Affen in der Hinsicht, dass wir nicht das tun, was wir hier predigen. Und im Vorfeld war die Beschäftigung mit dem Thema nochmal sehr heilsam für mich, dass ich mich gefragt habe, wie benehme ich mich denn eigentlich anderen gegenüber? Bin ich denn eigentlich bereit zu dienen? Habe ich überhaupt das Recht, euch jetzt solche Verse um die Ohren zu hauen und zu sagen, wer unter euch der Größte sein will, der soll es anfangen und soll dienen? Das ist der Maßstab des Herrn und daran lässt er auch nicht rütteln. Und dann sagt er noch, und wer irgend unter euch der Erste sein will, soll euer Knecht sein. Das ist eine totale Provokation. Damit leben wir 2008 mitten in einem der reichsten und der egoistischsten Länder dieser Welt und sitzen hier zusammen im Kultursaal und lesen so einen Text. Und ich möchte einfach nicht, dass ihr das halb schläfrig zur Kenntnis nehmt und sagt, naja, ist ein bisschen kühl hier, aber sonst ist es ganz nett, sondern ich möchte, dass ihr versteht, dass die Botschaft der Bibel aggressiv ist, ja? Und zentral, also direkt gegen unseren Zeitgeist läuft. Es geht um Dienen. Und wenn wir also über Dienen reden, dann bedeutet das einfach mal Zündstoff. Das ist, als wenn du heute irgendwie an den Fundamenten rüttelst, ja? Und dass dann irgendwas einfällt. Und vielleicht denkst du ja auch, es ist sicherlich gut, wenn es eine Menschengruppe gibt, auch in Deutschland, die mir dient. Ja? Ich will mich jetzt mal nicht näher auslassen, aber es gibt so gefährliche Tendenzen unter uns, auch unter jungen Leuten, die sagen, ja, das ist ganz okay. Es gibt ruhig eine Gruppe, auf die können wir ruhig herabschauen, mit etwas höheren Schuhen und
sollen sie uns doch dienen. Dann haben wir einfach nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht darum, dass wir anderen dienen. Egal wie die heißen, ob da ein Ü im Namen vorkommt oder ob kein Ü im Namen vorkommt. Also bei Günschel kommt auch ein Ü vor, aber es gibt auch im Volksstamm, die kommen sehr viele Üs im Namen vor. Und da sollen wir uns nichts vormachen. Das sind auch Menschen, denen wir dienen dürfen. So, jetzt kommen wir zum Punkt 2. Das Manifest des Dienens ist eine Predigt, die wir in Matthäus 5 bis 7 finden. Und wir wollen in Matthäus 5 die ersten Verse zusammen lesen. Es sind 8 Punkte, auf die ich eingehen möchte. Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf. Wenn der Herr seinen Mund aufmacht, dann sollten wir schon mal die Sender nach oben gehen, ja? Und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn so haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Da meine Zeit wirklich gedrängt ist, rede ich jetzt Steno, ja? Worum geht es hier? Es geht um 2 Punkte. Der erste Punkt, der ist unüberhörbar, der ist glückselig oder mal auf Neudeutsch glücklich oder happy oder da kannst du sagen, was du willst. Das ist das, was man heute als Christ werden will oder überhaupt als Mensch. Da ist der Herr Jesus und er gibt jetzt die Grundsätze seines Reiches bekannt. Und das Ziel ist, dass du glücklich wirst. Das findet man in jedem dieser 8 Punkte. Und der zweite Punkt ist, dass mit jedem der Punkte eine Belohnung verbunden ist. Und es gibt keinen anderen Weg, dass wir als Christen glücklich werden. Vielleicht denkst du, naja, ich könnte ja Christ werden, ich überlege mir das auch nochmal, aber dann so diese kriecherische Art, ja, und dienen und nur den Dreck für die anderen wegmachen, das wäre für mich so eine Überwindung, das wäre ein Punkt für mich, kein Christ zu werden. Da sagt Gott, Moment, das ist Unsinn, denn das, was ich sage, das kannst du mir glauben. Glückselig, und dann kommen diese 8 Punkte. Dann kommt der erste Punkt, oh, bin ich schon eins zu weit. Der erste Punkt ist arm im Geist. Da gibt es sehr viele Verwechslungen zu arm im Geist. Viele denken, das sind Leute, die also den IQ im unteren Bereich angesiedelt haben. Das ist überhaupt nicht gemeint hier, deswegen muss man den Vers auch erklären. Arm im Geist bedeutet, das ist ein Mensch, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt, ja, der seinen Geist bündelt und konzentriert, der gemerkt hat, auf sich selbst kann er sich nicht verlassen, auf die Menschen kann er sich nicht verlassen, also tue ich das einzig Vernünftige, ich verlasse mich auf Gott, ich vertraue auf Gott. Und das sind manchmal eigenartige Menschen, ja, das sind Menschen, die haben vielleicht 1000 Euro auf dem Konto, aber sie sagen, ich werde jetzt im Glauben irgendetwas tun. Ich gehe in die Mission, ich mache einen Straßencafé auf. Ich möchte irgendetwas mit Gott tun und ich vertraue darauf, dass Gott mir hilft. Dann wird es ein Nachbar sagen, du, pass mal auf, das geht überhaupt nicht auf. Und das kannst du auch nicht machen. Und Glauben, das verstehe ich so nicht, was du da erzählst. Und dann kommt jemand und sagt, du, ich vertraue ganz auf den Herrn. Ich richte mich ganz auf den Herrn aus. Das ist das griechische Wort, arm im Geist, ist der Gegensatz zu überheblich und selbstgerecht. Das, was die Leute heute sind. Grenzenlos überheblich, ja, und selbstgerecht. Ich bin das Maß aller Dinge. Wenn jemand arm im Geist ist, dann bedeutet das, da ist einer, der verlässt sich tatsächlich auf Gott. Und ich weiß nicht, wie viele das von euch schon erlebt haben, dass Gott ist wirklich existent, ja. Wir reden also über einen existierenden Gott, über einen lebendigen Gott. Und ich bin überzeugt, wenn ihr mit Gott lebt, dann habt ihr Dinge in eurem Leben erfahren, wo ihr gemerkt habt, hier hat Gott eingegriffen. Hier hat Gott gehandelt. Hier hat Gott Herzen der Menschen verändert. Hier hat Gott Wege aufgetan. Hier hat Gott Türen verschlossen.
Gott agiert doch in unserem Leben. Das ist doch gerade das Spannende, was Christsein was Christsein prickelnd macht, ja, spannend macht. Also arm im Geist. Es gibt eine Versammlung in der Bibel, die war genau das Gegenteil davon. Das war nämlich Laodicea. Die haben gesagt, das brauchen wir überhaupt nicht, ja. Und da hat der Herr gesagt, merkt ihr überhaupt, dass ich nicht mehr da bin? Es ist wichtig für jede Gemeinschaft von Christen, dass die eigentlich immer einen leeren Stuhl in die Mitte stellen, wo sie sich klar machen, da sitzt eigentlich der Herr. Und wenn der Stuhl irgendwann nicht mehr da ist und da klopft draußen einer an die Tür, dann müsste bei uns eine Lampe angehen, dass wir endlich mal merken, wir leben völlig selbstgerecht. Wir haben unsere eigenen Regeln und wir brauchen auch nicht mehr den Herrn. Wir brauchen nicht das abhängige Gebet, wir brauchen nicht mehr das Wort Gottes. Wir machen unser Ding, die Show geht und die geht gut, aber wir brauchen doch nicht den Herrn. Das ist selbstgerecht. Und das Gegenteil, das sind Leute, die sind arm im Geist. Und da sagt Gott, das ist das Erstrebenswerte. Das ist wie so eine Überschrift, ja? Bild dir doch nichts auf deine Fähigkeiten ein. Sei nicht selbstgerecht, sondern vertraue auf den Herrn. Und Vertrauen auf den Herrn bedeutet, dass du eben von ihm abhängig bist. Und das ist für uns als Menschen unangenehm. Weil ich habe lieber die Dinge in der Hand, ja? So an den Hebeln der Macht sitzen und genau wissen, was passiert. Ich war früher als Kind auf einem Spielplatz und damals gab es so einen Eisenbagger, ja, mit zwei Hebeln, ja. Einer war für Drehen und einer war für Schaufel hoch und runter, ja. Und da gab es immer Streit um diesen Platz am Bagger. Aber wenn ich endlich da mal gesessen habe und die beiden Knüppel in der Hand hatte, dann wusste ich, jetzt habe ich es im Griff, ja. Jetzt kann ich baggern, wie ich will. Und er macht auch das, was ich will. Und manchmal denke ich, die Erwachsenen sind genauso, ja. Die wollen an dem Stuhl sitzen, wo sie alle beide Hebel in der Hand haben. Da können wir baggern, ja. Also auch anbaggern. Das solltest du auch Gott überlassen, ja. Und Gott sagt, weg da, ja. Kannst dich neben den Bagger stellen, aber ich sitze auf dem Bagger und ich habe die Hebel in der Hand. Und dann geh los, geh dahin, wo ich dich hinschicken will. Das geht schief, wenn du immer alles in der Hand haben willst. Arm im Geist bedeutet, ich gebe die Hebel aus der Hand. Und ich vertraue Gott, dass Gott es gut macht. Der zweite Punkt ist Leid tragen. Leid tragen bedeutet, hier steht, selig sind, bei mir in der Übersetzung, glückselig die Trauernden. Das Wort bedeutet eigentlich, glückselig sind die, die sich intensiv um die Sorgen und um die Trauer anderer kümmern. Das bedeutet Anteil nehmen. Und wenn jemand in deiner Nachbarschaft oder wenn dein Kumpel, der Christ ist, wenn der wirklich traurig ist, dann kannst du unmöglich dahin gehen mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen und kannst ihn irgendwas Dummes fragen, sondern du musst dahin gehen, da musst du dich erstmal eine Weile hinsetzen. Und wenn dir nichts einfällt, was du sagen sollst, dann sag lieber auch nichts. Aber wenn der andere plötzlich anfängt zu weinen, dann solltest du dir eigentlich auch nicht zu schade sein, einfach mal mitzuweinen, ja. Und wenn du so einen Besuch mal gemacht hast, und dann gehst du nach Hause, dann bist du glücklich. Dann bist du wirklich glücklich. Denn dann merkst du, das ist ein Teil vom Christsein. Du gehst zu deinem Mitbruder, zu deiner Mitschwester, und du verbindest dich mit ihr. Und du trägst mit an ihrem Leid. Du nimmst wirklich Anteil. Die Welt, in der wir leben, die ist sowas von oberflächlich und sowas von schnelllebig und kein Mensch hat mehr Zeit, in Ruhe mal zu dem anderen zu gehen und zu sagen, du guckst so traurig, was ist eigentlich mit dir? Kann ich dir irgendwie helfen? Mal einen ganzen Abend Zeit zu haben, Handy auszuschalten, Telefon aus dem Stecker zu ziehen und wirklich mal Zeit zu haben, das ist das größte Geschenk, was du heute einem Menschen machen kannst. Mir ist die Woche aufgefallen, wir leben in einem Dorf, 200 Seelen, ist schon was Besonderes bei uns. Und dann war ich beim Automechaniker und habe dir nur mal zwei Sätze gesagt und dann fing der an zu erzählen. Und in seiner Hütte war es so kalt, ja. Und ich hatte schon Schnuppen und nur noch eine halbe Stimme. Und dann dachte ich, Mensch, und dann fährst du nach Eisleben. An sich müsstest du hier sofort die Flucht ergreifen und sagen, Herr Herwig, machen wir alles nächste Woche. Aber der hat mir keine Chance gelassen, dort rauszugehen. Der erzählte und erzählte und erzählte. Leute haben so einen starken Bedarf, sich mitzuteilen, zu erzählen. Dann haben wir ein ganz tolles Plus, wenn wir zuhören können, wenn es um Leid geht, dass wir eben auch Leid tragen können. Dritter Punkt, die Sanftmütigen. Sanftmut bedeutet, neudeutsch ausgedrückt, seine Kraft unter Kontrolle haben. Viele von uns sind sehr unbeherrscht, ja. Sanftmut bedeutet, nicht kriecherisch zu sein oder jedem auch immer alles zu machen. Sanftmut bedeutet, seine Energie
unter Kontrolle zu haben. Das ist Sanftmut. Tut man das, dann wird man Sanftmut erben. Der vierte Punkt ist, die nach Gerechtigkeit hungern. Gerechtigkeit hungern bedeutet keine Lüge und keine Kompromisse. Wenn du anfängst zu lügen, und das ist nicht so, dass wir unter Christen sagen würden, also hier, Lüge gibt's überhaupt nicht. Es gibt bei uns einen geflügelten Spruch, die Frommen, die klauen alle. Also es ist ganz auffällig, wenn du mit christlichen Firmen zu tun hast oder hast mit Christen zu tun, du kannst dich überhaupt nicht darauf verlassen, dass die die Wahrheit sagen. Ja, das war für mich mal eine ganz entsetzliche Entdeckung, sodass wir schon mal eine Jugendstunde gemacht haben und was weiß ich alles zum Thema Wahrheit und Lüge. Und dann überlegst du mal selbst, was du eigentlich schon alles gemacht hast. Und da ist mir so oft passiert, wenn ich unter Druck kam und ich musste ganz schnell was sagen, dass mir das sehr leicht gefallen ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Dass ich einfach gesagt habe, nein, war so und so. Und dann bin ich weg und dann habe ich überlegt, ja Mensch, du hast ihn ja total angelogen jetzt. Du hast nicht die Wahrheit gesagt, ja. Manchmal bin ich zurück, manchmal auch nicht. Also habt auch ein bisschen Angst vor euch selbst, ja. Es ist längst nicht so, dass wir immer die Wahrheit sagen. Aber Gott sagt, wir sollen nach Gerechtigkeit hungern und auch keine Kompromisse zu machen, wo wir hinterher sagen müssen, das Ding geht nicht auf. Und das hat alles mit Dienen zu tun, ja. Arm im Geist, Leid tragen, Sanftmut, nach Gerechtigkeit hungern. Ihr wisst genau, dass wir heute in Deutschland leben, einem der reichsten Länder. Und es werden alle 4 Minuten ungefähr ein Kind abgetrieben oder alle 3 Minuten. Und mich, wenn ich über die Tatsache nachdenke, ja, dann werde ich wahnsinnig. Da denke ich, das ist sowas von ungerecht. Man bringt einen Menschen um, der sich erst einmal nicht wehren kann, ja. Der absolut schutzlos ist. Es ist ungeheuerlich, ja. Also, man kann sich über den Mord an den Juden aufregen und kann sagen, das war ganz schrecklich und das war wirklich schrecklich. Das waren Menschen und das hat jeder mitbekommen und heute haben wir das scheinbar immer noch nicht so richtig verarbeitet. Aber zu gleicher Zeit findet jetzt ein lautloser Holocaust statt und die öffentliche Meinung in Deutschland oder überhaupt in Europa ist, das ist doch kein Thema. Das kann man doch machen. Und außerdem, mein Bauch gehört mir. Ich kann doch machen, was ich will. Und da muss ich bei uns einfach der Stachel aufstellen. Und da müssen wir als Christen nie Ruhe drüber geben und denken, wenn irgendetwas es gibt, was nicht gerecht ist, das kann uns nicht in Ruhe lassen. Der nächste Punkt ist die Barmherzigen. Barmherzigkeit bedeutet, dass wir uns um den kümmern, dem es nicht so gut geht. Das ist ein Dienst am Elenden. In diesem Jahr wehrt sich zum, ich glaube, 150. oder 200. Mal der Geburtstag von Wichern. Also Wichern, der ist eigentlich der Begründer der modernen Diakonie. Der hat in Hamburg ein Haus gebaut, das nannte man das Raue Haus. Daraus ist dann die Agentur des Rauen Hauses entstanden. Und der hat gesagt, wir müssen als Christen glaubwürdig wirken in dieser auf dieser Erde und in dieser Welt. Und wir können nicht nur die Botschaft bringen, wenn da einer liegt und der ist besoffen. Und er braucht Hilfe und will Hilfe. Gut, in dem Moment kannst du nicht fragen, aber kannst du noch einen halben Tag warten, dann fragst du ihn nochmal. Dann bin ich verantwortlich, ihm Hilfe zu geben. Und dann haben die Christen wieder verstanden, dass Dienen eben auch bedeutet, der Dienst am Nächsten. Und das bedeutet, barmherzig zu sein. Dass ich nicht eiskalt und völlig gefühllos an der Not des anderen vorübergehe. Nächster Punkt, die reinen Herzens sind. Reinen Herzens bedeutet, das Richtige aus dem richtigen Motiv heraus zu tun. Es kann also sein, dass ihr aus einer christlichen Gemeinde kommt, wo es so einen Status quo gibt. Ja, es gibt gewisse Regeln. Wenn du die einhältst, dann ist alles okay. Gewisse Äußerlichkeiten, gewisse Abläufe, was auch immer. Und es gibt bestimmte Menschengruppen, die mögen das, ja. Und die fahren damit 30 Jahre ganz gut. Aber Gott sagt, darauf kommt es mir nicht an. Mir kommt es darauf an, dass wir aus einem reinen Herzen heraus etwas tun. Dass ich das tue, wovon ich überzeugt bin. Das ist das, was ein reines Herz ist. Machen wir das, dann sind wir glücklich. Der vorletzte Punkt sind die Friedensstifter. Ein Friedensstifter ist jemand, der mit sich selbst und mit anderen im Frieden lebt. Ich habe neulich gehört, da gab es eine Gemeinde, die hatten Streit an sich über eine lapidare Sache. Aber die waren nicht in der Lage, diesen Streit alleine zu lösen. Und es drohte eine Spaltung in der Gemeinde. Die waren sehr weit weg. Und da habe ich mir Sorgen gemacht. Da habe ich gedacht, was soll das wohl werden, ja?
Gut, wir haben dafür gebetet, aber das war alles, was ich gemacht habe. Eine Woche drauf habe ich dann einen Anruf bekommen und da habe ich gehört, ein anderer Bruder hat sich ins Auto gesetzt, ist dahin gefahren und hat 2 Wochen lang mit den ganzen Geschwistern Gespräche geführt. Also hat 2 Besuche gemacht, ja. Und das Ende vom Lied war, dass der Frieden, ein echter Friede wiederhergestellt war. Da habe ich gedacht, was ist das für ein Erfolg? Der setzt sich hin, opfert sein Benzingeld, seine Zeit und er hat nur ein Ziel, dass er unter Leuten, die nicht in Frieden sind, Frieden herstellt. Ja, ist ein Friedensstifter. Das fand ich so genial. Und wenn du das mal gemacht hast, vielleicht hast du viel geopfert dafür und dann fährst du nach Hause, ja, dann bist du so glücklich, dann könntest du eigentlich 14 Tage ohne Benzin fahren. Ja, du bist hochmotiviert und du freust dich und du denkst, das ist doch gut, ja. Nicht noch den Unfrieden schüren und vielleicht die eine Partei anrufen und sagen, du müsst aber auch mal durchhalten und den müsst es aber auch mal geben und so, sondern Frieden stiften, ja, hingehen, mit beiden beten, beide zusammenbringen. Und ich weiß, dass das oft nicht klappt und nicht funktioniert, aber probier's mal. Es ist genial. Wenn nach einem Unfrieden Frieden einkehrt, das ist wie wenn eben sonnabends in Eisleben die Sonne aufgeht, nachdem es eine ganze Woche geregnet hat, ja, das ist wunderbar. Und der letzte Punkt ist, die verfolgt werden. Wir haben normalerweise Angst davor, verfolgt zu werden. Die Angst ist eigentlich unbegründet, weil Gott uns hier ein Versprechen gibt. Gott sagt, wenn du wirklich mal für mich leiden musst, es ist eine Sache, die dich unheimlich froh macht und dich unheimlich glücklich macht. Es klingt zwar sehr provokativ, ja. Es gibt dafür ein Beispiel in Apostelgeschichte. Da wurden die Jünger verfolgt. Ich glaube, sie bekamen sogar Schläge. Und da steht in Apostelgeschichte 5, Vers 41, sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg voll Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Also die haben da eine Abreibung gekriegt und dann gingen die nach Hause und dann haben sie erlebt, durch Gottes Einwirken, dass sie nicht am Boden waren, dass sie nicht gesagt haben, so ein Schrott, ja, jetzt hören wir hier auf, jetzt kriegen wir auch noch Prügel deswegen. Also ich finde, dieses Manifest des Dienens in Matthäus 5 ist sehr provokativ. Und ich möchte, dass dich das provoziert. Und sage bitte nicht zu schnell, ja, ich glaube das alles und ich denke, das ist auch wahr. Sondern rede mal mit Gott darüber. Von mir aus heute Abend, morgen, wenn du nach Hause kommst. Und du kannst Gott ja auch sagen, Gott, ich habe Angst davor, wegen dir ausgelacht zu werden. Und ich möchte gerne, dass du mir hilfst und dass du mir wirklich Freude dabei schenkst. Und Gott sagt ja so eine Sache in Matthäus 5 nicht umsonst. Er sagt, bitte, das ist das, was ich euch verspreche. Das sind 8 Punkte, wo er sagt, wenn du das erlebst und wenn du das tust, dann bist du glücklich. Und dann kommen hinterher noch diese Versprechen. Und im 2. Punkt, das, was wir jetzt hier sehen, ist es einmal, wir werden Barmherzigkeit erlangen. Also aufgrund der Kürze der Zeit kann ich da nicht auf alles eingehen. Aber die Belohnungen, die sind eigentlich gigantisch, ja. In den ersten 4 Punkten ist die Belohnung, wir bekommen das Himmelreich, wir werden selbst getröstet, wir erben Land und wir werden Gott schauen. Falsch. Wir werden satt werden. Und jetzt in dem Punkt ist das Versprechen, wir erlangen selbst Barmherzigkeit, wir werden Gott schauen, wir werden Gottes Kinder. Und es schließt wieder damit, dass für solche Leute das Himmelreich bereitet ist. So, das war jetzt ein Einstieg zum Thema Dienen. Der ganze Tag oder die beiden Tage, die sollen ja dazu führen, dass unser Denken verändert wird. Und das ist auch notwendig, weil die meisten Einflüsse bekommt ihr von der Schule, vom Internet, hoffe nicht so sehr von Bravo, aber ich meine, alles das, was auf uns so einstürmt, das formt unsere Gedankenwelt und danach richten wir uns aus. So denken wir einfach. Und deswegen ist es von Zeit zu Zeit gut. Und ich meine, wir sollten vielleicht mal in Eisleben drüber nachdenken, nicht nur einen Jugendtag zu machen, sondern mal so einen Middle Age Day, ja, so für die vorfossile Stufe, so für die 50, 60-Jährigen, ja, die auch so im Leben stehen, dass man die auch mal zusammennimmt und sagt, wie ist denn unser Denken eigentlich? Da müssen wir unser Denken auch mal noch reformieren, wieder ändern. Wir sind heute hier, um unser Denken so zu ändern, dass es wieder mit der Bibel übereinstimmt. Und Gott sagt, wenn du der Erste sein willst, dann fang an zu dienen.
Das ist der Weg. Und das Geniale ist, und damit komme ich zum letzten Punkt, dass das Christentum nicht eine theoretische Sache ist, ja. Wenn wir jetzt nur die Bibel hätten, dann würden berechtigterweise einige von euch sagen, weißt du was? Okay, wir haben hier ein Buch. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das so das Nonplusultra ist, ja. Aber dasselbe, was ihr heute mit mir macht, das kann ich auch 100 Kilometer weiter bei Scientology erleben, ja. Die haben auch ein Buch und die nehmen ihre Leute auch zusammen und die erzählen auch dauernd, du musst dein Denken verändern. Okay? Du hast recht. Das ist ziemlich ähnlich. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, zum Glück, dass vor einigen Jahren hier ein Mensch auf der Erde war, und der war Gott. Und er hat hier auf der Erde gelebt. Der sah nicht viel anders aus wie wir. Und das Geheimnis dieser Person war, dass der Mensch und Gott in einer Person war. Der war so genial und so weise, dass er dich schaffen konnte. Er hat dich gebildet. Hat dir Augen gegeben, eine Nase gegeben, Ohren gegeben. Er hat dich einmalig gemacht. Dazu kommt, dass er auch sogar noch diese Person ist, die dein Herz am Schlagen hält, ja? Wenn du schon mal Herzrhythmusstörungen hast, dann denkst du, das ist unangenehm, ja? Es wäre also schöner, wenn es regelmäßig schlägt. Und dann merkst du erstmal, dass du dein Herz hast. Und dann liest du irgendwann mal einen Vers in Hebräer 1 und da steht, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Dass ihr hier schlafen könnt oder zuhören könnt oder grinsen könnt oder wie auch immer. Das ist der Tatsache zu verdanken, dass Gott euch am Leben hält. Absolut. Es war für ihn kein Problem, einfach mal den Himmel auszuspannen. Ja? So wie wir einen Schirm aufmachen, hat Gott die Sterne ausgespannt. Wir können 5000 Sterne sehen mit bloßem Auge. Ist für Gott kein Problem. So, und dieser Gott wird Mensch. Und kommt auf die Erde und will die Erde reformieren, weil nämlich auf der Erde nur ein Haufen Revoluzer leben, ja? Oder altdeutsch Sünder, weil da Leute sind, die sich gegen Gott entschieden haben. So, wenn du jetzt nicht die Geschichte aus der Bibel kenntest, was hättest du denn gedacht, wie dieser Gott, der Mensch wird, hier auf der Erde ankommt? Er kommt in der Gestalt eines Schwarzenegger mit einem großen Palast. Ich habe jetzt das Haus mal gesehen auf Bildern, wo das letzte NATO-Treffen war in Bukarest. Das ist das größte Haus Europas, ja, das zweitgrößte Haus der Erde. Das hat ein Wahnsinniger namens Ceausescu bauen lassen. Ein gigantisches Haus. Da ist also jeder Palast, der bisher gebaut wurde, einfach mal eine Currywurstbude dagegen, ja. Das Ding steht da, ja. Und hätte ich gedacht, wenn Gott auf die Erde kommt, ja, dann mit so einer Erscheinung, ja, und in so einem Palast. Und dann lässt er jeden Menschen zu sich kommen. Und sagt so, mein Freund, mit mir oder ohne mir? Dann kannst du dahin gehen und dahin gehen. Ja, und das ist das, der Kern des Christentums. Der Kern des Christentums ist, dass Gott auf die Mensch, dass Gott Mensch wird und auf die Erde kommt. Und er liegt als Baby in einer Krippe, in Windeln gewickelt. Das ist doch genial. Und als er dann 30 ist, wo man denken könnte, jetzt kann er doch mal durchziehen, ja? Jetzt kann er doch mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dann fängt er an zu dienen. Und wir lesen jetzt einen Vers aus Markus 10, Vers 45. Das ist seine Deklaration. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das unterscheidet uns wesentlich von Scientology. Wir stellen die Dinge auf den Kopf. Und der Kern des Christentums ist nicht, ich bin das Maß aller Dinge, sondern er ist das Maß aller Dinge. Und warum ist er das Maß aller Dinge? Weil er als Gott auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist und er war sich nicht zu schade, um zu dienen. Und es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die klar machen, wie der Herr gedient hat. Ich habe mal hier einige Stellen aufgeschrieben. Ihr kriegt ja so und so die Präsentation, die könnt ihr dann mal in Ruhe lesen. Mir geht's aber wirklich darum, dass wir verstehen, als der Herr Jesus hier auf der Erde war, war er Knecht. Und ich möchte, dass du verstehst, dass du, solange wie du auf der Erde bist, immer Knecht sein wirst. Entweder du bist der Knecht der Sünde und der Menschen, oder wenn du dich bekehrst, dann wirst du ein Knecht Gottes. Und der Herr sagt, ihr habt einfach kein Recht zu herrschen.
Wenn ich, der ich Gott bin, wenn ich schon Knecht wurde und Diener wurde auf der Erde, dann solltet ihr das genauso machen. Es gibt noch einen anderen Vers, in Lukas 22, der ist genauso herausfordernd. Da steht in Vers 27, denn wer ist größer, der zu Tische liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende, logisch. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Das ist ein Satz, den kannst du dir ruhig mal auf deinen 22 Zoll Monitor oben drauf schreiben. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Gott kommt auf die Erde und fängt an zu dienen. Der kümmert sich um den, der Aussatz hatte. Der hört sich das Geschrei der Blinden an. Und er rennt nicht weg. Ich meine, ihr müsst euch das mal plastisch vorstellen. Der Herr ist unterwegs mit seinen Fans. Ja, das sind seine Jünger. Die traben so hinterher. Und die haben ja in den 3 Jahren Dinger erlebt. Das hältst du ja überhaupt nicht aus. Und auf einmal gehen die aus einer Stadt raus. Und vor der Stadt wohnten normalerweise die Aussätzigen. Die sahen sehr hässlich aus und die haben übel gestunken. Deswegen hat man die da draußen hingestellt, weil ihre Krankheit auch noch ansteckend war. Übrigens, wo in Leipzig nach der Wende die ersten Asylheime gebaut wurden. Das war meistens vor den Toren der Stadt. Ist euch das mal aufgefallen? Ja? Man hat die Leute genauso behandelt wie Aussätzige. Und dann geht der Herr da raus und da kommt einer an und er sagt so ein bisschen in Entfernung, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Woher wusste der das denn? Da ist noch nie einer gereinigt worden von Aussatz, ausgenommen Naaman. Der hatte Glauben. Der hat genau gewusst, der Mensch, der da kommt, das ist ein besonderer Mensch. Das ist der Sohn Gottes. Und deswegen hat er Glauben und Vertrauen. Er sagt ja, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Was macht der Herr? Der sagt, stell dich bitte mal in 35 Meter Entfernung auf und dann werde ich dich fernheilen. Ja? In Matthäus 8 steht, er geht auf ihn zu und er rührt ihn an. Petrus schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Johannes dreht sich gleich um. Er sagt, das ist ja die Panik. Der Herr kriegt jetzt Aussatz. Der hat ja den Aussätzigen angerührt. Aber was da passiert, das ist doch genau das, was mit jedem von uns passiert ist. Wir sind alle Aussätzige gewesen, weil wir Sünder sind. Und wir haben eins nötig gehabt, dass mal einer kommt und uns berührt und unseren Aussatz zu seinem Aussatz macht und uns dann reinigt. Das ist doch unser Problem gewesen. Und das hat der Herr gemacht. Er ist als Mensch auf der Erde und er ist sich nicht zu fein, den Aussätzigen zu berühren und zu sagen, komm her. Ich mache mich mit deinem Aussatz eins. Und es gibt 2 Stellen in der Bibel, wo der Herr sagt, ich will. Und das ist die erste davon. Er sagt, ich will, sei gereinigt. Und dann war der Aussätzige gereinigt. Das ist der Herr als Diener. Wir wollen noch 3 Stellen lesen. Scheinbar erfolglos übergehe ich jetzt. Von ihm lernen, Matthäus 11, Vers 29. Der Jugendtag in Eisleben ist dazu gedacht, dass wir von dem Herrn Jesus lernen. Ja, das große Vorbild, denkt dran, ist der Herr Jesus. Und er sagt im Vers 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Denke doch nicht, wenn du dich vor einem anderen bückst und du dich zum Diener eines anderen machst, dass dir ein Zacken aus der Krone bricht. Wer bist du denn eigentlich? Wer sind wir denn eigentlich? Ich lebe jeden Tag aus der Gnade Gottes. Wenn Gott nicht wäre und wenn Gott nicht jeden Tag mir gnädig wäre, wo wäre ich denn heute? Und der Jesus sagt, lernt von mir, macht das bitte genauso. Hört auf, euch über die anderen zu stellen. Hört auf zu denken, ihr seid gescheiter, intelligenter, besser, wunderbarer als die anderen. Es ist die falsche Herzenshaltung. Wenn ihr die Ersten sein wollt, dann macht euch bitte zum Diener. Die 2. Stelle haben wir gerade gelesen, Lukas 22, Vers 27. Die habe ich also mir schon sehr lange auswendig gelernt. Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. 3. Stelle, Johannes 13, kennt ihr alle. Und damit möchte ich auch schließen. Johannes 13, Vers 4. Vor dem Abendessen steht er auf, legt die Oberkleider ab und er nahm ein leinenes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber hernach verstehen. Dann im Vers 12, als er nun ihre Füße gewaschen und sein Oberkleid genommen hatte,
legte er sich wiederum zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen hab, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Jetzt kommt der Knüller. Also ich habe noch nie jemanden die Füße gewaschen und ich habe mir gedacht, ich kann an sich nicht von hier vorne weggehen, um das jetzt mal zu machen. Ich habe jetzt eine Waschschüssel hier und ich habe gedacht, Stefan, ich wasche dir jetzt mal die Füße, ja. Und dann ist mein Beitrag beendet.